Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von, ja, was eigentlich? Es ist gar keine nächste Episode, es ist ein gesondertes Video, heute mal wieder am Start. Wir machen eine kleine Clubtour, beziehungsweise zeige ich euch meine aktuellen Teams und möchte euch einen kleinen Einblick gewähren, beziehungsweise eure Meinung einholen, Verbesserungsvorschläge oder allgemein so, was ihr momentan für Teams spielt, interessiert mich extrem, denn FIFA hat sich ja gerade seit dem Update ein bisschen geändert und ich möchte wissen, was sind eure Lieblingsspieler und dafür ist dieses Video da. Das heißt, ballert mir auf jeden Fall mal ordentlich die Kommentare zu mit euren Lieblingsspielern bisher in Foot 17, mit euren Lieblingsteams gerne auch mit Links zu Screenshots oder zu Foot Squads oder also Foot Squads oder irgendwas. Würde ich mich drüber freuen. Macht das einfach mal. Wenn euch das Video gefällt, lasst außerdem einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Auch als Bewertung für meine Teams, die natürlich selbstverständlich alle Nordics Wasted sind. Ich werde euch 5 Teams heute präsentieren und allgemein gucken wir mal so ein bisschen in meine Club-Rangliste und so weiter und so fort. Müssen wir mal schauen. Hier unten seht ihr übrigens Very Me. Das ist nochmal das Pinkste. Wer das nicht gesehen hat, guckt auf jeden Fall das Video an, was ich am Donnerstag hochgeladen habe und schaut bei dem Kollegen vorbei. Bei dem YouTube-Channel würde ich mich drüber freuen, wenn ihr das machen würdet. Das Pinkslip-Video, ich will, dass das ein bisschen nochmal Aufmerksamkeit bekommt, weil ein Spieler, einer meiner Lieblingsspieler, da ziemlich geile Tore geschossen hat. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall kommen wir mal erstmal hierzu. Momentan läuft es relativ gut in Foot wieder. 89 Siege, 31 Niederlagen. Ihr kennt es eventuell aus dem 24-Stunden-Livestream, da habe ich die meisten Niederlagen bekommen. In der Weekend League. Momentan ist mein Rang 3, was auch immer das bedeuten mag. Und ich bin qualifiziert. Im ersten Versuch habe ich es direkt mal geschafft, in die Weekend League mich reinzusneaken. Und das mit Hilfe eines ganz bestimmten Teams, das ich euch gleich zeigen werde. Beziehungsweise ist das hier mittlerweile ein bisschen verändert. Gucken wir erstmal in den Verein, beziehungsweise die besten Listen. Ich habe 740 Spieler in meinem Verein drin. Das ist eine ganze Menge, würde ich mal so behaupten. Aber ich nehme ja auch alles mit, was ich bekomme. Habe sehr viele Spieler und so weiter und so fort. Aber ja, das ist halt einfach so. Ja, könnt ihr mir mal sagen, wie viele Spieler ihr im Verein habt? An sich, ich sollte vielleicht, abfällt mir gerade mal so ein, kann ich jetzt gerade mal machen, das Stadion ändern. Vielleicht interessiert euch ja sogar, was für ein Stadion. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber auf jeden Fall gefällt, ach ja, das ist dieses hier, dieses Standardstadion. FICW-Stadion oder FIWC-Stadion. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde es nicht so geil. Deswegen ändere ich es jetzt mal. Ich weiß nur noch nicht in was. Donbass Arena, Felddienst Arena. Monumental, Hawthorns, Via Park, San Siro ist eigentlich ganz geil. Nehmen wir mal das San Siro. Haben wir das? So, und meine Trikots, wenn euch die auch interessieren, sind die von Kaigo, genau. Und dann noch dieses, genau, das Foot World XI, was man für die abgeschlossenen Challenges bekommen hat. Ich möchte auch mal andere ausprobieren, und zwar Major Laser. Nehme ich jetzt einfach mal hier für mein Heimtrikot. Ich benutze die schon so lange, ich habe noch keine anderes. Ich habe noch nie ein anderes Ausdruck gehabt, als das von Kaigo. Und deswegen möchte ich jetzt mal, das ist rot, nehme ich mal ein weißes Trikot. Wenn ich hier eins habe, beziehungsweise eins, das ein bisschen heller ist. Was gibt es denn da mal Schönes? Oder gibt es da irgendwas Schönes? Das ist jetzt eine großartige Frage, beziehungsweise ist es halt so ein Thema, weil ich speichere bekanntlich, die Leute, die mich länger verfolgen, wissen, dass alle Trikots, die ich bekomme in Packs, in meinem Verein, und dementsprechend ist mein Verein immer voll mit Trikots. Und das ist teilweise ein bisschen, ich sag mal, schlecht, weil, naja, der Verein ist dann halt voll, ne? Ist logisch irgendwie. Haben wir denn hier irgendwann mal cooles weißes Trikot oder was? Ich glaube eher nicht. Natürlich jetzt ein bisschen schade, aber gut. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingstrikots sind. Natürlich bisher in FIFA 17 Ultimate Team, aber irgendwas habt, was ihr richtig geil findet. Das kann ich nicht nehmen, da ist blau-gelb drauf, aber wenn es an sich ganz cool aussah. Werder Bremen oder das Heimtrikot. Haben wir das? Habe ich das 96-Trikot eigentlich? Das wäre jetzt natürlich meine offensichtliche Wahl. Gucken wir mal nach, sonst Newcastle gucke ich gleich nochmal. Ja, zweite Bundesliga, das hatte ich ja fast vergessen. Das klassische Trikot ist aber auch rot, das ist scheiße. Das ist kacke, dann gehen wir mal ganz kurz in die Championship und gucken da bei Newcastle, was ich da habe und ob ich da was habe. Nur das, naja. Wobei, es ist schwarz. Nehmen wir das einfach mal und dann haben wir das Thema auch geklärt. Hat ja auch gar nicht lange gedauert, nur ungefähr 27 Minuten, die ich jetzt hier um heißen Brei rumgeredet habe. Aber ihr kennt das ja, wenn ich mal in irgendeinem Thema drin bin, dann verschwende ich meine und eure Zeit damit. Jetzt finde ich es hier nicht mehr oder was, warte mal. Warum war da ein Stadion? Ach so. Weil ich auf allen Vereinsrichten bin. Ich bin aber auch ein absoluter Vollfisch, ne? So, zack. So, machen wir aktiviert und zwar als zweites Trikot. Ich bin gespannt, wie die Major Laser-Trikots aussehen, by the way. Ja, ansonsten gibt es nicht viel hierzu zu sagen. Wir gucken uns einmal kurz die besten Listen an. Und zwar haben wir da momentan, ich werde übrigens einen Timecode in die Videobeschreibung machen, wann es die Squads gibt. Dennis hat momentan 301.000 Spieler in Namen. An sich sieht es bei mir ganz gut aus, 165.000. Das ist beispielsweise deutlich mehr als, haben wir hier irgendjemanden, den er kennt, Wakes. Oder deutlich mehr als MSK oder deutlich mehr als Hansus. Der allgemein momentan, ja doch, Transfer erlösen, nee, nee.
Hat auch nicht so viel Vereinswert. Ihr habt ja gerade schon gesehen, mein Vereinswert ist auf jeden Fall mal ordentlich. Transfererlös, da ist FIFA Girls United ganz oben mit dabei. Ja, die hat natürlich auch schon Packs gezogen wie Sau. Ich bin gar nicht mal so weit unten. Das ist eigentlich ganz gut hier. Badestream Foot. Ja, Badestream hat noch nicht so viel. Auch nicht so viel Vereinswert, aber der ist ja momentan auch in den Starten. Grüße an dich an dieser Stelle. Vereinswert bin ich relativ weit oben, aber natürlich ist auch wieder FGU. Ist krank einfach nur. Und Top-Mannschaft auch da. Nee, da ist Wakes ganz oben mit dabei. Wo bin ich denn da? Bin ich hier auf Platz 12. Aber Top-Mannschaft kann man sowieso nicht so wirklich beurteilen. Ja, ich würde sagen, kommen wir zu den Teams, oder? Und das erste Team wird einigen von euch bekannt sein, einfach dadurch, dass ich es, ja, in den 7-Minute-Squads letztens benutzt habe, zumindest abgewandelt. Mittlerweile sieht es so aus. Ich habe, ja, ein bisschen was geändert. Ich habe den Innenverteidiger rausgenommen, mit dem Marchand, habe den ersetzt mit Lalasch. 1,91 groß, geringe Arbeitsraten, ist der meist gehatete Legendenspieler. Ich wollte aber ganz gerne mal ausprobieren. Hat auch ein bisschen was gekostet, 315.000 Coins. Ist eine ganz schöne Schlange Geld und Coins, aber vielleicht bringt er es. Ja, mal sehen. Rechts am Peruzzi, dann hier Pereira mit seinen Forster-Skills und Weakfoot. Geilen Workrates, Mittelfeld ist gleich geblieben. Verteidigung, abgesehen von Lalasch und Peruzzi halt auch im Tor, haben wir noch Costil anstelle vor. Dem Boutel, dem Non-Rare-Keeper und vorne drin Diego Costa, bisher mit 8 Toren in 4 Spielen, Sadio Mané, 4 Spiele und 4 Scorerpunkte und Carrasco, 4 Spiele und 8 Scorerpunkte, läuft also richtig. Trainer ist hier noch nicht, eine Bank auch noch nicht, allerdings werde ich diese Squads und zwar folgendermaßen 7 Minutes, warte mal, hier ist noch 8, das muss ich noch zu Ende bauen, scheiße, habe ich auch noch nicht gemacht, Dynamic Even, Dynamic Jers, Evan und Jers sind zusammen und die drei hier, Hercules, Ballo, I Hate DC, Diego Costa ist damit gemeint und Morpheus Strike, die werden zusammen auf die Gegner, also auf die Bank immer gepackt, damit man so rotieren kann. Hercules, Ballo kennt ihr mittlerweile, denke ich mal schon, das Team werde ich glaube ich auch nicht mehr löschen dieses Jahr. Das ist das mit Balotelli und Belhanda vorne drin, mein Balotelli. 54 Spiele, 58 Tore und 18 Vorlagen und Belhanda auch mit 33 Vorlagen, 34 Toren. Ward Prowse mit 9 Scorerpunkten, Buffal mit 20 Scorerpunkten, Krychowiak mit 23 Scorerpunkten, Lukas mit 24 Scorerpunkte, einfach ein geiles Team. Kann ich absolut nichts gegen sagen. Eine Torvorlage, dann haben wir hier ein Tor und zwei Torvorlagen, dann haben wir hier 7 Tore und eine Torvorlage. Wir haben hier nichts. Schwach. Aber gut, trotzdem auf jeden Fall ein geiles Team. Dazu haben wir die Dynamic Event, das steht für den ersten Teil von Avengers. Das sind hier Ben Arfa, Batshuayi und Giuliano. Ich tausche die beiden dann immer, Kanté und Giuliano. Ist auch kein Problem, weil Kanté habe ich nur in dem 7-Minute-Squad. Das heißt, in den beiden, da sind keine Spieler drin, die gegenseitig halt auf der Bank sitzen würden. Dann haben wir hier Firmino, der in einem anderen Squad auch eine Rolle spielt. Ist eigentlich, denke ich mal, ein ganz nice Team. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich wollte halt jeweils 3 dynamische Karten in einem Team unterbringen. Genauso bei dem anderen Team auch, mit den anderen 3 dynamischen Karten, die ich im Verein habe. Und ich denke mal, die Variante ist ganz geil. Mit Harden, Carsten, Murillo und Miranda eine sehr gute Innenverteidigung, Außenverteidiger auch relativ stark auf jeden Fall, auch gute Ratings mit dabei, Gonalon und Conte sind eine gute Doppel-6, denke ich mal, und vorne Giuliano, Firmino und Ben Arfa werden mit Batshuayi hoffentlich für ein bisschen Zerstörung sorgen. Batshuayi bisher bei mir ja noch nicht ganz so krass, genauso wenig wie Ben Arfa, wobei Ben Arfa ging eigentlich, ja, Ben Arfa geht auf jeden Fall klar, aber da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Sieht ganz nice aus, das Team, finde ich, und die Jers, das ist ein 3-4-2-1, das ist mal ein ganz anderes Team. Da haben wir Chesney im Tor, davor dann Rüdiger, Glick, Mustafi, Sané, Goretzka, Kondogbia, links Thomas Lemar, den wir im Karrieremodus holen wollten, der auch ziemlich, ziemlich stark aussieht, leider keine Forster-Skills hat. Mal sehen, was der so bewirken kann. Dann vorne Embolo, Perisic und Kramaric, auch das Team natürlich wieder No Links Wasted, das hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Nationen und 1, 2, 3, 4 Ligen, meine ich. 5 Nationen, 4 Ligen, kommt das hin? 5 Nationen, 4 Ligen, ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall, gefällt mir extrem stark. Dynamic Evan oder Evan hat 1, 2, 3, 4 Ligen und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nationen. Ist also auch sehr ordentlich, denke ich mal. Das Hercules Ballo Squad, das hat nicht ganz so viele, meine ich. Das hat eine Nation, zwei Nationen, 3, 4, 5, 6, doch 7 Nationen und 4 Ligen, glaube ich. Ich glaube 7 Nationen, 4 Ligen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ligue 1 und. Ja, 4 Ligen. Lima zum 4 Ligen. Auch sehr, sehr gut. Norlings Waste selbstverständlich alles. Und der Held Diego Costa hat. Muss man mal kurz schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ligen und 1, 2, 3. Natürlich bitter irgendwie, ne? Das muss ich nochmal ändern hier. Hier, da. Das gefällt mir nicht, weil hier haben wir. Das ist erstens nicht alles selten, das geht so nicht. Und zweitens haben wir zweimal Argentinien. Nehmen wir hier mal Thiago hin, den muss ich noch kaufen dann, aber das ist kein Thema, der ist ein bisschen langsam, leider Gottes. Weil ich denke mal auch nicht so viel schlechter als Augusto Fernandes. Thiago, habe ich nicht mal, schade. So.
Geht auch perfekt aus, auf. Und dann haben wir hier mit einem Trainer noch aus der Premier League, den wir brauchen, mit Conte, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nationen und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ligen. 7 Nationen, 6 Ligen, besser geht's eigentlich fast schon gar nicht mehr. Das ultimative No Links Wasted Hybrid. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das sind auf jeden Fall meine Teams. Eins fehlt dann noch und zwar ist das das letzte Team, was noch immer Concept Squad ist. Das kennen aber einige, die meisten dabei sind, auch schon von euch. Und zwar ist es dieses hier. Da fehlen mir jetzt noch Bakambu, Klein und Baines im Kasten mit Areola. Davor dann Marquinhos, Jardel, Danilo, Mané auf der rechten Seite. Dann links Bolasie, der 5-Star-Skiller. Davor Firmino und vorne drin Bakambu und Alexandre Pato, selbstverständlich auch No Links Wasted, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Nationen und 1, 2, 3, 4 Ligen. Ja, ist auch in Ordnung, denke ich mal, oder? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, schreibt mir eure Lieblingsteams und Lieblingsspieler in die Kommentare und wir sehen uns mit diesen Teams irgendwann vielleicht mal, wenn ich mal wieder ein Video mache zu Foot Champions oder zu den, ja okay, zu Soccer den Challenge, macht keinen Sinn, oder irgendwie zu Deal With oder eventuell natürlich selbstverständlich im Livestream, wenn demnächst mal wieder einer kommt. Freut euch drauf, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, meine Teams gefallen euch, schreibt mir, wie gesagt, die Meinung auf jeden Fall in die Kommentare, schaut bei IG World vorbei, bei meinem Merchandise und natürlich auch bei meinen Social Media Links. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall noch einen wunderschönen schönen Tag, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.